Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Ab jetzt gibt's diese Unboxings in feinstem 4K. Oh yeah. So, Deichkind, wer sagt denn das? Diese Box wird von ihr selbst bzw. von den Interpreten als richtig gute Box bezeichnet. Da dachte ich mir doch mal, ja, den Fuffi hau ich hier auf den Tisch beim Saturn und hab sie mir einfach mal geholt bzw. euch. Haufen Kohle jedes Mal. Diese Boxen kosten ja mittlerweile alle mehr als 50 Euro. Also ich bin wirklich froh, wenn es ab und zu mal eine für 40 gibt. Das ist wirklich keine, Änderung so mit der Zeit, die ich gutheißen kann. Ich finde das einfach zu teuer. Die Fans müssen hier wirklich bluten. Naja, und nicht nur die, sondern auch ich. Ich habe mit Deichkind nichts kaputt. Ich höre die Mucke nicht, weil es nicht mein Fall ist, aber das ist mir scheißegal. Hier steht eine richtig gute Box und deswegen... Ja, guck ich da mal rein. Okay, Däumchen wären Träumchen. So, Support dies das, weil Plus macht man mit dem Scheiß nicht mehr hier. Gut, jedenfalls, die Box ist relativ schlicht von außen. Wir haben hier überall Deichkind, richtig gute Box stehen. Okay, hinten stehen dann die Inhalte. Diesen werde ich mich gleich widmen. Link zum Messer und zur Box und zum MP3-Download des Albums sind selbstverständlich in der Videobeschreibung zu finden. So. Also hier, ganz normal, Deichkind, wer sagt denn das, kann man ankreuzen oder auch lassen. Richtig gute Box, ist drauf gedruckt, also die Box heißt direkt so. Dann hier, ich weiß nicht, ob das die Interpreten sind, aber ich vermute es mal, in Kostümen, das erinnert mich ganz schön an das Hotel. Grüße gehen raus in den Schänder an dieser Stelle. Wer sagt denn das? Jo. Und... Ja, das lese ich jetzt einfach mal vor. Hier drin ist natürlich die kernige Albumnuss. Aber als Bonus... Auch die Instrumentals. Falls jemand dann die Texte auswendig herpullern kann. Dazu hochlange Poster in der englischen Qualitätsstufe Highest Quality. Ein RGZ-Stickerbogen. Sticker, die Sticker als Gütesiegel auf richtig gutes Zeug und schick's uns zu. Alter. Klebrolle in Silber. Ein Deichkind-Fragen-Kombinierer, der einen erlöst vor der Twitter-Angst und früher in der ganz, ganz kurzen Zeit, als es die Bonner Republik und das Internet gleichzeitig gab. Enorm bei Sprechpuppen jeden Alters beliebt war. Ja, so ist es. Alter, das ist anstrengend zu lesen. Nicht zu vergessen, auch ein Schal ist drin, damit dein Bier nicht schal wird. So ein lustiger Gag, mir fallen die Rollen vom Laptop ab. Haha, da sieht man aber, wie selbst aus der Ferne diese Box schon wirkt. Ne? Alter, also... Junge, also, nee, ich habe schon viele Boxen ausgepackt, aber was zum Fick? Gut, dann gucken wir jetzt einfach mal hier rein. Na? Aha. So, innen ist das Ganze so lila. Nenn ich das einfach mal. Dann haben wir hier RGZ. Das steht für richtig gutes Zeug. Glaube ich. Junge, das sind ja wirklich viele Sticker. Das sind 5x7. Wow, also Applaus. Das ist definitiv bisher die Box mit den meisten Stickern als Inhalt. Wow, cool. Gut, dann gehen wir direkt mal hier zum nächsten Inhalt und zwar dem Schal. Nichts Außergewöhnliches, denn den haben wir schon in vielen Boxen gefunden. RGZ. So, RGZ. Deichkind. Und nochmal RGZ, der ist schwarz-weiß. Ich finde die Qualität jetzt nicht so krass vom Aussehen. Der ist jetzt sicherlich nicht minderwertig, stinkt neu, aber nichts Außergewöhnliches, ist einfach nur ein Schal. Sieht jetzt halt vom Design, finde ich, ziemlich langweilig aus. Also, ist aber nur meine bescheidene Meinung, könntet ihr ja durchaus anders sehen. Ja, also das Schwarz-Weiß und gar keine Farben. Hm. Naja, aber in einem Winteroutfit... ist das schlicht und angenehm. Kann man machen. Okay. Wie gesagt, sowas ist immer Geschmackssache. Ich kann nur meine eigene Meinung wiedergeben. Dann haben wir Klebeband. Ja, wer sagt denn, das steht dann hier immer wieder drauf. Damit kann man jemanden fesseln oder irgendwas kleben oder Pakete verschicken, was weiß ich. Okay, Klebeband ist auch interessant. Gab es aber, glaube ich, schon mal in der Entertainment-Box, wenn ich jetzt nicht irre. So, was haben wir denn hier? Deichkind, die Frage auf alle Antworten. Das ist ein Kalender. Nee, ist es nie. Das ist halt so ein Spiel.
Moment, das muss ich jetzt erstmal begreifen. Also, das ist wirklich ein bisschen kompliziert hier. Ist Deichkind auf einem Tennisturnier? Hä? Wo ist denn jetzt hier die Antwort dazu? Sind deine Eltern. Alter Junge. Ist Binge-Watchen politisch korrekt? Ist Photoshop politisch. Ach Junge. Ist der Algorithmus nur eine dumme Ausrede? Ja, das passt wunderbar. Aber Alter. Bin ich nur eine dumme Ausrede? Bin ich bequem? Das ist ein Fragengenerator. Das generiert einfach nur Fragen. Alter. Alter, Alter, was zum. Junge, ich weiß nicht ganz, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Was zum Fick ist denn das? Ja, okay. Das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen. Wir haben hier in der unteren Seite der Box, also in der unteren Hälfte, einen hellblauen Ton, also einen Ton, der bläulich ist, und hier halt lila. Das ist ganz interessant, dass das so designt wurde. Trotzdem mystisch. Alter, was zum. Also dieses Poster ist von der Druckart sehr einzigartig. Dieses Highest Quality ist anscheinend, ja, schon von der Qualität ziemlich krass. Ach Junge, was zum. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja riesig. Und hat zwei Seiten. Das ist aber gar kein Papier mehr. Das ist ja was ganz anderes. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Dann machen wir hier mal den Apparillo raus, um euch das mal in seiner vollen Pracht zu zeigen. Das ist gar nicht so einfach, weil dieses Poster wirklich, also abnorm mächtig ist. Und wie gesagt, dieses Material, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. So sieht das aus. Das ist sehr dick, glänzt, aber die Qualität ist schon nie schlecht, muss ich mal so sagen. Okay. Da hängen die halt an dem Baukran. Und bei der anderen Seite haben wir dann hier Deichkind stehen. Und das sind Fertigungsroboter. Das Ganze ist auch lila. Und von der Qualität eigentlich ziemlich geil. Ja, aber trotzdem ist es schade, dass diese Poster, egal wie hochwertig sie gemacht sind, immer ganz schön durch die Faltungen leiden müssen. Schade, schade. Das Poster war bestimmt in ziemlich teurer Boxinhalt. Also vergleichsweise mit dem T-Shirt denke ich mal, dass dieses Poster auf jeden Fall mehr gekostet hat als ein normales Standard-T-Shirt als Boxinhalt. Naja, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sich so ein Riesending jetzt unbedingt in die Wohnung hängen will. Ich bin da auf jeden Fall anderer Meinung. Also ich persönlich hänge mir keine Poster in die Bude. Aber die Idee ist ganz gut und die Qualität des Posters an sich ist schon krass. Wenn es denn jetzt nicht noch gefalten werden würde. Das ist halt immer schade drum. Man macht immer so ein schönes Ding und dann faltet das dann mehr oder weniger kaputt. Ist mir schon bei ganz vielen anderen Künstlern schmerzhaft aufgefallen. Also bis jetzt auf jeden Fall eine der skurrilsten, krank komischsten Boxen, die ich bisher ausgepackt habe. Also, nee, ich komme irgendwie gar nicht drauf klar. So, wir haben jetzt das Album. Deichkind, wer sagt denn das? So, Instrumentals. Als erstes ist eine CD hier zu finden. Dann geht's weiter. Booklet. Also das steckt hier drin. Und hier ist die Album-CD. Das Design ist entsprechend dem der unteren Hälfte der Poster-Rückseite, beziehungsweise der einen Seite halt vom Poster. Okay, mir gefällt, dass die beiden CDs hier in einem ordentlichen Dings drinne sind und nicht in solchen getrennten Misthüllen. Sehr schön. Was zum verdammten Teufel ist denn das, Alter? Gewinne, gewinne. Was, Junge, das bin einfach nur ich. Richtig gutes Zeug. Also, Künstler sind es durch und durch. Und mir gefällt das Booklet jetzt schon sehr, denn wir haben hier wenigstens mal ein paar Texte drin und ein paar geile Bilder, die haben sich Mühe gegeben. Ich meine, mach erstmal solche Bilder im Studio. Das ist ganz schön. Das ist aufwendig und das ist auf jeden Fall auch cool. Quasi. Junge, ist das krank. Aber auch ganz schön crazy, Alter. Also, die haben wirklich richtig gutes Zeug genommen hier.
alles. Sunshine, Junge. Und dann die ganzen Texte. Sehr, sehr schönes Booklet. Das ist definitiv eines der besten Booklets, die ich seit sehr, 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 sehr langer Zeit in so einer Box gefunden habe. Da gehen auf jeden Fall mal ein paar nette Grüße und Props raus an dieser Stelle. So, jetzt muss ich die ganze Box zusammenfassen und bewerten, Alter. Also, nee, ich weiß gar nicht, was ich... Es fällt mir jetzt wirklich schwer, hier ein Resümee zu ziehen. Also wir haben erstmal einen Preis von 50 Euro. Das ist sehr viel Geld. Und ich gehe jetzt einfach mal die Sachen durch, was wir denn hier bekommen und was man denn damit machen kann. Wir haben an sich eine Box, die aus zwei Teilen besteht. Die heißt richtig gute Box. Okay, ist ganz nett gemacht. Ja, ordentlich. Kann man schön sein richtig gutes Zeug halt drin bunkern. Der Schal ist schlicht, schwarz-weiß. Okay, ist halt ein Schal. Qualität ganz normal für so eine Box. Album ist gut, da hat man Instrumente mit drin in so einem Pappteil. Gut, schönes Booklet. Poster ist riesengroß, sehr gute Qualität, leider wie immer durch die Faltung etwas ramponiert, aber hat zwei schöne Seiten. Klebeband mit dem Aufdruck, nützlich. Dieses Fragending, also das ist für mich persönlich jetzt, was soll das? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Da sehe ich jetzt gar keinen Nutzen drin. Und die Sticker sind auf jeden Fall cool. Da kann sich definitiv der ein oder andere Rapper mal oder Musiker halt eine Scheibe von abschneiden, mal so einen Stickerboden zu machen. Da verklebt man nämlich dann auch sehr gern mit Vergnügen mal den ein oder anderen Sticker, anstatt wenn man immer nur drei hat, die sich so einteilen zu müssen. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt viele denken, was ist denn das für ein Rotzinhalt? Und die meisten sicherlich nichts damit anfangen können. 50 Euro ist noch viel Kohle, also und ein bisschen geht es mir ehrlich gesagt auch so. Hier sind viele Sachen, also viele Inhalte und Details drin, die mir sehr gut gefallen, aber so im großen und ganzen Alter. Junge, Junge, da muss man schon wirklich sich regelmäßig ein bisschen was reinpfeifen, um das hier zu feiern. Aber ich feiere es trotzdem, denn auf mich passt diese Beschreibung hier auch zu. Sehr interessante Box. Danke fürs Anschauen und ist halt eine sehr interessante Box. Aber ob man jetzt unbedingt für sein Geld was bekommt, das ist halt die andere Frage. Auf Wiedersehen.